Moin Leute, Devex hier und willkommen zurück zum Let's Play von Mental Memorial. So, ich habe jetzt mal beim Luna reingeschaut und er wusste scheinbar, wie das geht, dass wir hier vorbeikommen und diese Absperrung hier einfach öffnen können. Ich habe keine Ahnung, ob wir das schon mal gemacht haben, auf jeden Fall müssen wir einfach nur die Kamera deaktivieren. Und zwar mit diesem Schraubenzieher hier. Ja, nicht dem Dietrich, genau, dem Schraubenzieher. So, ja, das war alles. Ja, gut, deaktivieren nicht, sondern reparieren. So, na dann. Hallo? Ernsthaft? Ich komme nicht mehr zurück. Okay. Ah. Ach so, wir müssen einfach nur in die Reichweite von der Kamera laufen. Was ist das? Soll das Graffiti sein oder soll das irgendwas anderes sein? Naja. Wir haben jetzt hier... Ich würde sagen, wir... Puh, wir laufen einfach mal... Da entlang, ja. Da flackert das Licht so schön. Oh, okay. Ah, okay. Oh, ich dachte, da muss die Musik hin. Ah, ein PC. Irgendwas zum... Ja? Ne, das ist nur der Tisch da hinten. Okay, scheint es nichts zu geben. Ich würde sagen, es ist irgendwie hier der Schlafraum von den ganzen Angestellten. Also, ja gut, von den Angestellten. Ich nehme an, die haben auch zu Hause geschlafen, aber trotzdem. So würde ich mir zumindest dieses Zimmer erklären. So, was haben wir hier? Oh, das sieht doch interessant aus. Die Küche. Oh. You found meat. Ach so. Ach so. Moment. Klar. Es ging ja nicht darum. Was soll denn? Ich dachte gerade, ich hätte irgendwas gehört. Hallo? Irgendwie? Irgendwer? Nope. Nee. Okay, es hieß ja kein Menschenfleisch und dieser Knochen, also dieses Stück Fleisch, das wir eben gefunden haben, ist ja von den Menschen. Ja. Also müsste es damit ja gehen. Das ist eine ziemlich hässliche Pflanze. Und das ist ein ziemlich großer Pflanzentopf. Naja. Oh Gott! What the fuck? Willst du mich verarschen? Ernsthaft? Okay, immerhin erst in den ersten Hilfekasten gefunden. Ach du Scheiße. Okay, gut. Ich würde sagen, wir gehen zurück oder jetzt einfach mal nach rechts. Ja. Erstmal nach rechts gehen. Boah, erschreckt mich nicht so eine dumme Tür. Oh, nochmal eine. Holy fuck. Was war das? Die Kiste? Ich hoffe doch. Nicht, dass hier irgendwie wieder ein Forscher ums Eck fällt und mich erschreckt. Ah ja, da liegt er schon, ne? What the f... Okay, was ist mit dem Kopf passiert? Das sieht ein bisschen komisch aus. Nur ein bisschen. So. Hier ist aber auch nichts. Ist vielleicht hier irgendwas drin? Nope. Nope, nope. Okay. Holy fucking shit. Das Spiel wird gerade immer, naja, gruseliger. Baut gerade ein paar richtig schöne Jumpscares ein. Oh, da haben wir noch was. Nope. Ja, sehr gut. Health Potion. So. Ansonsten gibt es hier nichts mehr. Okay, können wir da rüber? Jawohl! Oh shit. Nicht gut. Oh, oh fuck. Ich wittere Böses. Oh Gott! Ja! Es war so klar, es war so klar. Wow, shit! Okay.
Ihr müsst wissen, ich habe das Spiel schon seit zwei Tagen nicht mehr gespielt. She left us to die. Also sie hat uns verlassen, um zu sterben. Oder sie ließ uns sterben. Ja. Wie auch immer. We heard of the accident on the first floor, so we tried to escape to the second floor. But this door is broken. She saw us. She heard us screaming. She just let us be. Ah, okay, also sie hat uns sterben lassen. Ja. Sie haben auf jeden Fall einen Unfall auf dem ersten Stock gehört. Also haben sie versucht, durch den zweiten zu fliehen. Und, naja, die Tür ist kaputt. Ja. Irgendwer hat sie eben gesehen. Und hat auch ihre Schreie gehört. Aber sie hat sie einfach sterben lassen. Hm. Poor guys. Okay. Geht's hier auf? Jawohl. Oh, das wird ja noch schöner. Hallo? Wow, ich wollte gerade sagen. Don't scare the fuck out of me. Ich hasse es, wenn die Musik einfach ganz schnell, ganz kurz aufhört. Ich denke immer, es passiert irgendwas extrem Gruseliges. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir zurück und lösen das Fleisch auf. Wird ja wahrscheinlich gehen. Ich meine, das ist jetzt normales Fleisch. Und zwar hier. So. Auch mal schnell aufheben und... Aber das ist doch eigentlich Blut. Woher auch immer das kommen soll. Keine Ahnung. Egal, wir haben Fleisch und... Et voilà. Juhu. You found a bone. Warum auch immer das jetzt nicht funktioniert hat. Naja, gut. Dann gehen wir mal schön zu unserem Freund und ja, geben ihm das, was für ihn gerade am wichtigsten ist. Und zwar, dass sein Hund was zu essen hat. Oder was zum dran nagen, ja. Was? Zur Hölle. War das jetzt für ein Geräusch? Okay, toll. So, hier hast du deinen Knochen. Ja, natürlich. Oh. Sehr schön. Für das Tor da drüben. Gate Key. So, Moment. Hier ist noch irgendwo ein Pfeil gewesen, weil der zeigt hier auf Zahlen. Der Pfeil, das ist mir noch nie aufgefallen. Ja, hier die 9. Und da ist was. Irgendwie da oben. Nope. Vielleicht hier. Nö. Ja. Ah, okay. Oh, eine 4. 9-4. Gut. Das fällt zwar jetzt erst richtig auf. Keine Ahnung, wie viele Zahlen wir schon verpasst haben. Aber naja, ich hoffe mal, die sind nicht allzu relevant. Es war einfach nur eine nette Dreigabe, keine Ahnung. Das sieht ja immer einladender aus. Was gibt's hier für eine Zahl? Ah, da. Eine 0. Okay, 940. Ja, warum nicht? Hier auch noch, oder was? Oh! Okay. Ach du Scheiße. Nein, bitte. Code for the numpad on the ground floor. So, recently the code for the numpad has been changed. There have been several patients that found out the old key. The old code and made quite a mess in the morgue, keine Ahnung, was das heißen soll. Recently the lab has found out that some of the patients are having trouble seeing bright colors. So we made a color code like this. 1 ist gelb, 2 ist blau, 3 ist rot und 4 ist pink, okay. The numpad has a 4-digit code and a set button must be entered after. Okay, if you press the wrong code, just press accept or cancel and it will refresh the numpad. I hope this will be understandable for all employees. Aha. So, das Spiel ist mir gerade genialerweise abgestürzt. Okay, dann würde ich mal sagen, wir schreiben die Zahlen und die Farben auf. So, fangen wir einfach mal am Anfang an.
Die 9 ist lila. Gut, das wird wahrscheinlich blau sein. Also 9 ist gleich blau. So. Und dann war hier die 4, glaube ich. Genau, die ist pink. So, 4 gleich pink. Okay. Die 0 war rot, das weiß ich noch. 0 rot. Und 2 war, ja, gelb, dementsprechend. Okay, so. Na dann. So. Also zuerst kommt gelb. Gelb ist 2. Also 2. Dann kommt blau. Blau ist 9. 2, 9. Rot ist 0. 2, 9, 0. 4. Okay. Alles klar. Dann lass uns mal auf zum hier, ja, Ground Floor gehen. So, die Aufzüge sind da, genau. Bam. So. Na dann hoffe ich mal, dass ich irgendwo das Numpad finden werde. Weil ich glaube, auf dem Ground Floor gab es, also im Erdgeschoss gab es auf jeden Fall 1, ist klar. Da muss es mindestens 2 geben. Weil das eine haben wir ja schon mal benutzt. Aber das war mit der Keycard, die wir hatten. Also würde ich mal sagen, dass wir das Numpad nicht brauchen. Oh, das kann Spaß werden, das zu finden, ne? Für die Leichenhalle. Ja. Okay, oh ja. Oh, schöne Frame-Drops. Oh, sehr schön. Okay. Genau, hier war das eine Numpad. Das brauchen wir aber nicht. Oh Gott. Verdammt. Ich würde einfach mal sagen, wir gehen da lang. Irgendwann werden wir es ja schon finden, ne? War das vielleicht hier irgendwo? Okay, ich glaube, hier war das nirgendwo. Ah, da kommen wir auch gar nicht weiter. Okay. Dann Eve. Oh, diese ganzen Fingerabdrücke. Wow, gleich so viel. Okay. Da hat wer eine kleine. Ein kleines Hochhaus gebaut. Ich wollte gerade schon sagen, Pyramide, ja. Macht aber keinen Sinn. Ich weiß auch gar nicht, wie viel jetzt blicken, was ich gerade mit Hochhaus gemeint habe. Vielleicht hier. Oh. Na? Nein, das sieht mir genau nicht danach aus. Nope. Ah, genau, hier haben wir angefangen damals. So. Oder? Ich glaube schon. Naja. Auf jeden Fall ist ja auch kein Numpad. Oh, ich bekomme schon wieder Gänsehaut, ey. Allein mit der Umgebung, ey, und den Sounds. Ach, irgendwie ist das draußen, okay. What? What? Okay. What the fuck? Okay, ich glaube, wir sind hier richtig. da lang? Fragezeichen. Heilige Scheiße. Natürlich. Okay, cool. Also, das war 2904. Bam! Sehr schön. Oh yeah. Fire exit, bitches. Holy crap. Wir kommen mal wieder nach draußen, würde ich sagen. Wow. Wow, wow, wow. Na komm, lade. Kack dich ab. Ja, so stelle ich mir einen Fire exit vor. Ja. Genauso und nicht anders. What the fuck?